Ja, hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Star Stable Online. Ja, wie ihr seht, Autumn Fire ist ausgelevelt. Jetzt sitze ich auf der süßen Pepper. Ja, und zwar sind wir in Firgrove, denn es gibt jetzt wieder ein paar neue Quests. Einmal hier bei Felicity. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Seit einem Tag isst und trinkt eines meiner Pferde nichts. Und er verhält sich schon seit ein paar Tagen so komisch. Ich erkenne meinen Summer Breeze gar nicht wieder. Er wurde sogar aggressiv mir gegenüber, obwohl er sonst das liebste Pferd der Welt ist. Ich mache mir große Sorgen. Kannst du mir bitte helfen? Ja, klar. Immer wieder gerne. Tausend Dank. Ich habe noch gar nichts gemacht. Das hört sich nicht nach einer normalen Krankheit an. Vielleicht sollten wir mit der Tierärztin in Silverglade Village sprechen. Kannst du zu ihr reiten und ihr von Summer Breeze Beschwerden erzählen? Ja, klar. Dann lassen wir uns mal eben abholen. Ja, in Silverglade kann ich im Moment gar keine Quests machen. Ja. Mal gucken. Gesundheitlich geht es mir inzwischen deutlich, deutlich besser. Muss ich echt sagen. Ja, in der Uni habe ich jetzt einige Klausuren geschrieben, also zwei sehr wichtige und jetzt folgt mir noch eine nicht ganz so wichtige und eine mündliche Prüfung und dann bin ich bis Ende März erstmal durch. Deswegen habe ich auch mal wieder ein bisschen Zeit, was aufzunehmen. Oh, das hört sich nicht gut an. Ich brauche ein wenig Zeit, um darüber nachzudenken. Es kommt mir bekannt vor. Das Wichtigste jetzt ist erstmal, das Pferd dazu zu bewegen, zu essen und zu trinken. Ich habe eine Idee. Wirst du mir dabei helfen? Ja, klar. Kranke Tiere wollen nicht selbstständig essen, aber wenn man sie mit der Hand füttert, dann essen sie manchmal. Willst du es mal versuchen? In der Zwischenzeit werde ich in ein paar Büchern nachschlagen und alte Notizen lesen. Du kannst zu Felicity zurückreiten und ihr sagen, dass ich recherchiere. Okay, wir reiten aber nicht, wir lassen uns abholen. Ja, ich bin von sehr vielen Leuten immer wieder gefragt worden, wann kommt wieder Sims? Kannst du nochmal wieder ein Sims-Video machen? Ich habe jetzt zwei hochgeladen. Ah, super, jetzt funktioniert wieder der Transporter nicht. Ja. Es ist so, also ich habe jetzt zwei Videos hochgeladen von alten Bildern, die ich noch hatte. Ich habe also eins steht auch noch aus, das werde ich auch noch hochladen. Jetzt ist es aber so, dass mein Spiel nicht mehr funktioniert. Ich kann Sims nicht mehr starten. Da kommt dann eine Fehlermeldung. Und ja. Ah, jetzt funktioniert's. Ja, ich kann das Spiel aber nicht mehr starten. Ich habe schon einmal neu installiert, das bringt halt gar nichts, kommt weiterhin die Fehlermeldung. Ich bin so ein bisschen mit meinem Latein am Ende und dazu kommt, dass ich halt sowieso nicht so motiviert bin, Sims zu spielen. Daher ist die Motivation, mich mit diesem Problem jetzt zu befassen und das irgendwie auszumerzen, recht gering. Daher seht es mir bitte nach, aber es wird im Moment erstmal kein Sims mehr kommen, weil ich A, halt wirklich keinen Spaß mehr, also keinen wirklichen Spaß daran habe. Und B, funktioniert das Spiel nicht. Und C, habe ich halt echt viel in der Uni teilweise zu tun. Und ja, daher leider im Moment gar kein Sims mehr. Hast du mit der Tierärztin gesprochen? Was hat sie gesagt? Ja, hat sie gesagt. Oh, ich hoffe, es ist nichts Ernstes. Aber Nahrung scheint erstmal das Wichtigste zu sein. Also lass uns versuchen, ihn per Hand zu füttern. Okay. Nimm das und füttere Summer Breeze. Er ist links im Stall. Ah, das ist also Summer Breeze. Ja, die NPC-Pferde wurden überarbeitet. Finde ich super. Ich glaube, ich habe in irgendeinem Video, hatte ich auch schon mal gesagt, dass mich das ziemlich... damit kann ich schon mal nichts machen. Damit aber. Dass mich das halt ziemlich nervt. Dass das halt immer noch die alten waren und es einfach... Huch, Entschuldigung. Ach so. Dass es halt einfach viel mehr Spielqualität bringt, wenn ja auch die NPC-Pferde einfach schön aussehen. Deswegen habe ich das sehr gefreut, als ich das gesehen habe. Und ja. Schon mal wieder ein Schritt hin zu einem besseren Spiel. Oh, was für eine Erleichterung, dass er ein wenig gefressen hat. Ich fühle mich jetzt etwas ruhiger.
Ja, und wie immer müssen wir jetzt auf den nächsten Tag warten. Eigentlich müsste ich jetzt jeden Tag mindestens ein Let's Play aufnehmen. Weil ständig die ganzen Quests irgendwie ja, erst am nächsten Tag weitergehen. Rennen wir mal zur nächsten Quest. Kann ich hier schon lang? Ja. Ja, sorry, es hat mich gerade mein Freund angerufen und ich nehme ja über mein Handy auf, deswegen ist dann immer die Aufnahme kaputt. Ja, jetzt habe ich gerade versucht, ihn zurückzurufen, aber er geht nicht ans Telefon. Hat er Pech gehabt jetzt. Ich glaube, etwas stimmt nicht mit den Hühnern, Gwendolyn. Sie haben Angst, das Haus zu verlassen. Gestern Abend schienen sie noch total zufrieden. So, boah, ich könnte meinen Freund manchmal umbringen. Jetzt hat er doch nochmal zurückgerufen. Also nochmal vorne. Ich glaube, etwas stimmt nicht mit den Hühnern, Gwendolyn. Sie haben Angst, das Haus zu verlassen. Gestern Abend schienen sie noch total zufrieden. Seit heute Morgen verlassen sie das Haus nicht mehr. Etwas muss in der Nacht passiert sein. Kannst du nach Hinweisen suchen? Ja, klar, machen wir das. Nichts ist uns wichtiger als die kleinen Hühner. Ach, da war der Hühnerstall. Aufsammeln. Oh nein, ein Fellbüschel. Könnte das von einem Wolf stammen? Ja, es ist von einem Wolf. Das ist ganz und gar nicht gut. Du hast Spuren gefunden? Wo führen sie hin? In den Wald? Wir können also sicher sein, dass der Wolf hier war. Tja. Ich habe einen Plan, Gwendolyn. Wir müssen den Wolf von den Hühnern weglocken. Das könnte klappen, wenn wir ein wenig Wolfsfutter in den Wald legen. Dann wird er satt sein und muss nicht mehr zum Stall kommen. Meine Oma hat ein Steak gebraten und ich glaube, sie könnte ein paar Knochen und andere Reste überhaben. Reite zu ihr und frage sie. Okay. Machen wir. Ja, mit den Züchtern, also wegen der ganzen Hundesache, gibt es auch nicht so viel Neues. Also ich habe jetzt 3 Züchter tatsächlich angeschrieben, die ganz verstreut in Deutschland sind. Ja, zu den einen fahren wir nächstes Wochenende, also nicht dieses, sondern das nächste. Je nachdem, wann ich den Part hochlade, waren wir vielleicht sogar schon da. Ja, die anderen lernen wir kennen, wenn die Hündin halt tragend ist. Die melden sich dann bei uns und ja, das heißt es halt erstmal einfach abwarten und mal gucken, was die Zeit so bringt. Ist halt ein bisschen blöd, weil man so in der Schwebe ist, nicht so richtig weiß, was ist jetzt, ne? Kann man sich freuen, kann man sich nicht freuen, wie plant man, gerade auch so Sachen wie Urlaube und wir haben noch ein Familienfest im Sommer und noch einen anderen Geburtstag, wo wir wohin fahren müssen und eine Hochzeit, wo wir auch recht weit fahren müssen und das ist alles irgendwie so ein bisschen durcheinander, ein bisschen blöd zum Planen. Gwendolyn, meine liebe Freundin, was sagst du da? Diese verdammten Wölfe, sie machen immer nur Ärger, sie müssen natürlich essen, aber doch nicht unsere lieben Tiere. Ich habe tatsächlich ein paar Knochen von dem Steak über, das ich gegessen habe. Du kannst sie in den Wald bringen. Ich hoffe, dass das die Wölfe davon abhält, unsere Hühner nochmal zu erschrecken. Wenn du die Knochen bald genug wegbringst, dann kommen sie vielleicht nicht zurück. Wölfe leben in Territorien, die meistens größer sind als ein paar Meter. Und Wölfe werden auch nicht von ein paar Knochen satt, weil Wölfe können auch nicht unbedingt, also richtig viel Knochen essen. Also die brauchen schon noch Fleisch. Aber naja, vielleicht auf wundersame Weise verziehen sie sich ja nach Dandal oder so. Tja. Ja, also wie gesagt, mit dem Hund, das zieht sich alles noch ein bisschen. Ja, ich war jetzt auch das erste Mal wieder, die ersten paar Male wieder im Stall.
dadurch, dass es mir jetzt ein bisschen besser geht. Also ich habe halt noch die Nebenhöhlen ziemlich zu. Ich war heute auch nochmal beim Arzt, der hat mir auch nochmal bestätigt, ja, ihre Nebenhöhlen sind sehr zu. Es führt halt dazu, dass ich halt so einen Druck im Kopf habe und halt auch Kopfschmerzen. Also einmal so einen Druck in der Nasengegend, was halt auch auf die Zähne geht. Und halt eben Kopfschmerzen tierische, das die letzten Tage eigentlich nur mit Schmerzmitteln irgendwie ausgehalten habe. Und ich merke auch jetzt gerade, dass es wieder losgeht. Jetzt habe ich nochmal ein ganz besonderes Nasenspray bekommen und ja, muss halt einfach abwarten, dass es jetzt mal besser wird. Na, was stoppt das denn jetzt so? Ah, der Teil hier muss jetzt gerade nachladen. Ja, aber es war auch echt schön, mal wieder im Stall zu sein. Das hat mir echt gut und Charlie ist so frech wie eh und je, hat meine Gerte erstmal in zwei Hälften gebissen und ja, ist nach dem Reiten aus der Halle getürmt. Also, dem muss ich erstmal wieder ein paar Manieren beibringen. Dem muss ich erstmal wieder merken, dass ich wieder da bin, dass er sich wieder benehmen muss. Ja, und jetzt, also das Wochenende ist jetzt Karneval, morgen ist Weiberfastnacht. Und da habe ich den das ganze Wochenende, also Freitag, Samstag, Sonntag. Montag hätte ich ihn theoretisch auch, aber da bin ich halt arbeiten den halben Tag und die Nacht. Und da wollte ich mir jetzt halt nicht den Stress machen, dann halt noch morgens irgendwie zum Pferd zu müssen. Und ja, genau. Und Dienstag habe ich ihn ganz spontan, je nachdem, die Besitzerin fährt halt weg und die weiß noch nicht so ganz, ob sie bis Montag oder bis Dienstag bleibt. Und spontan würde ich den sonst Dienstag auch noch machen. Jo. Hatte sie ja ein paar Reste. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass es auch klappt. Um auf der sicheren Seite zu sein, sollten wir ein paar Lichter um den Stall aufstellen. Okay. Ich glaube, Fackel vor dem Stall wäre eine gute Idee. So könnte ich ein Auge auf den Hühnerstall haben, wenn ich meine Schafe hüte. Ich habe schon ein paar aufgestellt, während du weg warst. Hier hast du Streichhölzer. Reite rüber und zünde sie an. Dann müssen wir noch hoffen, dass die Hühner sich wieder raustrauen. Hört ihr auch immer dieses Bumm? Dieses komische, das ist immer so ein Flock. Ist das vielleicht von meinem Fuchs? Jetzt ist es nämlich weg. Jetzt ist es ruhig. Was war das? Komisch. Vielleicht war das vom Fuchs und ich habe das bisher einfach nur noch nicht so wahrgenommen. Hui. Was bringen uns eigentlich da hinten Fackeln? Nee, das ist nicht vom Fuchs. Das war jetzt gerade wieder das Geräusch. Seltsam, seltsam. Ich weiß nicht, ob es in der Aufnahme hinterher hörbar ist. Ich hoffe nicht. Das sollte reichen. Das war ein langer Tag. Ich glaube, dass wir beide die Hühner jetzt ein wenig Ruhe brauchen. Okay. Ich will gerade mal was ausprobieren. Nee, okay, ich dachte, das wäre vielleicht das Geräusch und das hätte sich aufgehangen dabei, aber nee, auch nicht. So, was haben... Oh, das ist nervig. Das macht immer so Flock. Ah, jetzt haben wir doch in Silverglade einen neuen Auftrag. Bei Björn, der Garten des Weinguts. Gut, machen wir den. Das ist echt nervig, das Geräusch. Ich weiß auch nicht, was das ist, wo es herkommt. Es ist auf jeden Fall neu. Ach ja, und was mir noch aufgefallen ist, bei diesem Friesenmodell, das Steigen. Ich guck mal, ob das jetzt... Okay, ich zeig's mal. Dieses Hüpfen. Beim Runtergehen, jetzt. Das finde ich so richtig nervig. Also das wirkt echt super unsauber gearbeitet. Das muss ich sagen. Also das Steigen gefällt mir da gar nicht. Das ist mir mal so aufgefallen. Von hinten sieht man das nicht so, aber... Hört ihr das immer, dieses Fluck? Jetzt ist wieder weg. Jetzt wieder da. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Ich hoffe, man hört es in der Aufnahme nicht. Dann denkt ihr wahrscheinlich, ich bin irgendwie jetzt ein bisschen... Gaga. Ich höre komische
Klopfgeräusche, die gar nicht da sind. Ach, komm schon. Also beim Leveln hat eben noch alles super funktioniert. Wahrscheinlich, wenn ich mich jetzt auf den Weg mache und da bin, werde ich abgeholt. Ah, oder jetzt schon. Okay. Ja, ich glaube, die Server sind jetzt wieder ein bisschen überfüllt, weil es jetzt gerade auch, wir haben es jetzt 20 vor 6. Genau, 20 vor 6 und heute ist Mittwoch, das heißt, es gab ein Update. Heute kam die kam das neue nordschwedische Kaltblut raus. Und ja, dementsprechend sind es, glaube ich, viele online und ja. Das führt leider, glaube ich, ein bisschen zur Überlastung. Aber naja. Ja, das nordschwedische Kaltblut, das neue Modell, finde ich super. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe nur zwei Sachen, wieso ich sie mir nicht kaufe, beziehungsweise jetzt noch nicht kaufe und nicht alle kaufe. Den Palomino würde ich mir nicht kaufen, weil der einfach ziemlich genau, also sehr, sehr ähnlich zu dem Jorvikschen Urpferd ist. Und ja, deshalb, also hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mir wahrscheinlich das Jorvikschen Urpferd einfach nicht geholt und dafür dann das Pferd, aber gut. Und der andere, der braune, bei dem sind mir die Dapples, also diese Äpfelung, ist mir zu krass. Also hier ist er nicht. Die sind mir einfach zu krass. Die könnten einfach ein bisschen blasser sein. Dann fände ich es schön. Also so sind sie mir irgendwie, weiß ich nicht, gefällt mir nicht. Deswegen wird der nicht bei mir einziehen. Welchen ich mir holen würde, wäre der Rappe. Den finde ich sehr schön. Und den würde ich mir auch holen. Kann ich hier runter oder bin ich dann tot? Nein, ich bin tot. Aber da ist auch eh niemand. Björn, der Garten des Weinguts. Jetzt ist die große Frage. Huch, hier geht's nicht mehr rein. Was ist der Garten des Weinguts? Ist das das da unten? Ha, Glück gehabt. Hüpf, hüpf, hüpf. Ach nee, die Traben. Jetzt ist er gehüpft. Ist sie gehüpft. Ah, jetzt hänge ich noch woanders. Da, der Garten des Weinguts. Okay. Björn. Björn, wo bist du? Björn? Björni. Ah, oh, oho. Ich glaube, hier war ich noch nie. Wo sind wir denn hier? Ist das neu? Agneta sagt mir irgendwas. Haben wir mit der schon mal gesprochen? Ich weiß es nicht. Hallo. Was für ein schönes Pferd hast du, das du da hast. Entschuldigung, darf ich mich vorstellen? Ich bin Björn, vom Beruf Gärtner, Künstler und allgemeiner Superästhet. Dein Pferd muss das schönste Pferd sein, das jemals Jorvik schönes Land mit seinen Hufen betreten hat. Ich muss es irgendwann mal malen, versprochen. Oh, und das hier ist Agneta, meine schöne liebe Frau. Gemeinsam sind wir ein starkes Team und einer glänzenden Vision, einem heiligen Auftrag, einer Mission. Bitte was? Wir werden den Garten des Weinguts in seiner wunderbaren ehemaligen Herrlichkeit wieder aufbauen. Jetzt habe ich eine Idee. Du musst mit dabei sein. Nein, ich werde ein Nein nicht als Antwort akzeptieren. Ich sehe es schon vor mir. Björn, Agneta und Gwendolyn. Die Schlagzeile in der Jorvik Gazette. Gazette? Gazette? Ich kenne das Wort nicht. Gemeinsam vollbrachten sie das Kunststück des Jahrtausends und erbauten das achte Weltwunder. Die Silbergärten. Das wird super genial. Nimm diese Messstäbe oder wie auch immer die heißen und steck sie in den Boden dort drüben auf der Koppel. Sobald das erledigt ist, können du und meine liebe Agneta anfangen zu arbeiten. Ja, und er macht was? Schauen wir mal. Ja, Agneta macht aber anscheinend auch nichts. Waren das nicht die Dinger von der GED?
Wo bin ich? Hilfe? Muss ich nach oben? Hier sind zu viele Mauern für mich. Das ist, huch, gefährlich. Ah! Ich hab's heute aber auch wieder mit der Steuerung. Kollisionskurs. So, Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Und Nummer 4. Sehr schön. Ich denke, ich werde dann versuchen, morgen Vormittag auch noch ein, zwei Parts aufzunehmen. Dann ist es vielleicht hier ein bisschen leerer. Oh, wie gut, Gwendolyn. Das ist alles so aufregend. Nun musst du mit Agneta reden und ihr sagen, dass sie jetzt mit dem Jäten des Gartens anfangen kann. Beeilung, schnell, schnell. Okay, hallo Agneta. Warte, warte, warte. Stopp! Ui, was für ein leckeres Garnelen-Sandwich, das du da hast, mit Mayonnaise und Shrimps und leckeren Sachen gefüllt. Was willst du denn? Hä? Halt, 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 dort anhalten. Hä? Komm mir bloß nicht daher und erzähl mir, wie man einen Garten säubert. Mit meinen eigenen Händen. Ja, ganz genau. Hör zu, du kleines Mädchen. Hier gibt's keine halben Sachen. Reite zu meinem alten Freund Barney und bitte ihn um die Kettensäge, die er sich letztes Jahr von mir geliehen hat. Ja, damit und mit ein wenig Dynamit werde ich schon Ordnung schaffen. Das wird super. Und dann kannst du dort Blumen pflanzen. Was zur Hölle ist los mit denen? Ah, es gibt einen Ruf bei denen. Okay. Da ich gerade hier bin, wollte ich einfach mal schauen. Aha, okay. Huch. Interessant. Mhm, hier gibt's auch Klamotten. Ich wollte gerade einfach mal kurz durchgucken. Aha. Aha. Mhm. 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 Nee. Wie gesagt, ich bin nicht für buntes Sattelzeug. Ist so gar nicht meins. Aber die Blümchen sind schön. Ja, okay. So super schön sind die Sachen jetzt auch nicht, aber es geht noch. So, wie kommen wir jetzt wieder zurück? Ich bin irgendwie irgendwo runtergefallen. Das war nicht der offizielle Weg. Dann reiten wir mal zu Barney. Wo war nochmal Barney? Wer ist nochmal Barney? Ich kenne Barney, Kani. Der gehörte zu den Brüdern. Und Marley. Aber Marley hatte die Farm. Das hier ist Kani, ne? Genau. Wo war dann Barney? Ach, der war, glaube ich. Steht hier sogar hier. Ja, dann lassen wir uns doch einfach mal kurz abholen. Geht nämlich deutlich schneller, als jetzt dahin zu reiten. Ja, ja. Und ich glaube, wenn wir bei Barney sind, ist auch dann mal Schluss für den Part heute. So, zu Barney. Agnetas Motorsäge? Ja, die habe ich. Die Motorsäge kannst du nicht benutzen, Gwendolyn, denn sie ist so groß, Entschuldigung, dass man mindestens 3 Leute auf einmal braucht, um sie hochzuheben. Aber wenn du sie auf deinen Pferderücken packst, sollte das in Ordnung sein. Grüß Björn und Agneta schön von mir. Tschüss, Gwendolyn. So, dann auf geht's zurück. Da müssen wir jetzt leider reiten. Jetzt bin ich fast falsch geritten. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, was ich euch jetzt noch so erzählen kann. Es ist so wenig passiert.
Mein Freund war auch krank, der lag dann auch mit Grippe im Bett. Dem geht es inzwischen aber auch besser, der ist jetzt nämlich arbeiten. Ja, ich bin dann heute Abend arbeiten, das heißt, wenn er zu Hause, also nach Hause kommt, bin ich schon wieder weg. Das heißt, wir haben uns heute Morgen, glaube ich, knapp eine halbe Stunde gesehen. Und dann musste ich halt los zum Arzt und musste noch einige Sachen besorgen in der Stadt. Und als ich zurück war, war er schon auf Arbeit. Und ja, das heißt, morgen früh, wenn ich dann nach Hause komme, lege ich mich wahrscheinlich erst noch mal zwei Stündchen hin. Nach einer Nachtschicht schlafe ich halt einfach nicht so gut. Und muss halt auch, also ich darf auch eigentlich nicht so tief schlafen, weil wenn was ist, muss ich halt aufstehen. Und weil ich das halt im Hinterkopf habe, ja, bin ich halt automatisch unruhiger und wacher. Ja, das heißt wacher, also ich schlafe einfach nicht so tief wie zu Hause. Und dementsprechend brauche ich dann oftmals nach einer Nachtschicht nochmal eine Portion extra Schlaf. Denn sonst bin ich schwerlich zu gebrauchen an dem Tag. Also wenn ich morgen die nächsten Let's Plays aufnehme und ich rede nur Müll und bin total verpeilt, wisst ihr, es liegt an der Nachtschicht. Vielleicht sollte ich dann auch einfach nicht aufnehmen, aber wir wollen ja auch mal weiterkommen hier, ne? Jetzt wurde es aber langsam Zeit, Gündlin. Also, hier haben wir also die Säge. Mal sehen. Die ist ja kleiner, als ich sie in Erinnerung hatte. Aber es wird sicherlich gehen, so ein Beet mit einem kleinen Zahnstocher wie dieser Säge zu roden, auch wenn es länger dauert. Du kannst morgen wiederkommen. Jetzt erst einmal einen Schritt zurücktreten und eine echte Frau an die Arbeit lassen. Ja, und die nächste Quest muss wieder bis morgen warten. Wie könnte es anders sein? Ja, ich weiß übrigens, dass ich auch übernachten kann. Das ist mir schon klar, aber Starcoins dafür ausgeben, da habe ich dann doch nicht so viel Lust zu. Ja, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen und ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, tschüss!